Dann, für diejenigen, die noch von StarCraft aus geblieben sind, vielen Dank, dass ihr noch dabei seid. Für alle anderen, die die Welt schon kennen, ihr kennt meine Routinen. So. Und dann schauen wir mal, was wir heute so machen. Ich habe ja letztes Mal schon mein Häuschen gebaut. So, für alle, die neu dabei sind, die sich es kurz angucken möchten, das ist meine Minecraft-Welt. Ich habe hier, es ist eine Skyblock-Welt. Also wir haben auf einem ganz kleinen Erdhaufen angefangen. Und das haben wir mittlerweile alles. Hier ist auch noch der Wald, ne? Ich habe übrigens mental jetzt schon beschlossen, dass ich hier hinten nochmal 8 Felder dran packen werde. Nicht heute, aber ich kann ja schon mal anfangen, ein bisschen Steine dafür zu farmen. Es ist mir einfach noch viel zu klein, der Wald muss größer werden. Ich hätte gerne nämlich hinter dem Haus, was ich baue, auch noch ein paar Bäume, damit das wirklich so ein bisschen waldiger aussieht. So. Mein tolles Gute-Nacht-Hühnchen. Es gackert mir, wenn ich schlafe, immer ins Ohr. Steine farmen, wir brauchen nur einen. Das ist richtig, das ist richtig. Mal gespannt. Ich weiß nicht, ob er bei meinen Terran-Spielen zugeguckt hat. Ich hoffe, er ist stolz auf mich, dass ich die Hälfte gewonnen habe. Und es geht schon wieder los. Ja, Pyra, du lässt nichts anbrennen. So, da sind noch ein paar Steine. Siehst du, es sind fast 100 Steine, Pyra. Mach was draus. Okay. Ich glaube, zum Reinkommen klopfen wir schon mal ein paar Steine. Und Holz brauche ich auch noch, weil ich möchte ja die Hütte weiterbauen. Die braucht... Ach, stimmt. Ziel für heute wird es sein, die Hütte, soweit es geht... Du kennst nur 2 Steine. Ich kenne sogar ein paar mehr. Ja. Die Hütte, soweit es geht, fertig zu kriegen. Ne? Man sieht sie ja hier schon. Dann muss ich noch eine kleine Brücke... Das ist auch ein... Das ist das Play des heutigen Tages. Ich brauche eine kleine Brücke hier. Ne, wir kommen auf die Seite des Flusses für den Steineklopfer, aber wir kommen noch nicht auf die Seite des Flusses. Das heißt, wahrscheinlich müssen hier so 1-2 Bäume fallen. Dann werde ich den Bach vielleicht ein ganz kleines bisschen umleiten, dass ich hier eine bequeme Brücke hinbauen kann. Und dann könnte ich vielleicht noch so einen kleinen Weg hier hinbauen. Ja, schauen wir mal. Könnte, wenn ich jetzt wirklich ganz bescheuert bin und irgendwann meine 8 Felder hier habe. Ich war sogar schon einmal überlegen. bear with me. Wenn ich jetzt hier 8 Felder dran klebe. Wenn ich 8 Felder dran klebe und die Hütte noch 4 Felder nach hinten setze, hätte ich hier ein bisschen mehr Platz und könnte da besser die Brücke hinbauen. Das würde bedeuten, ich würde quasi alles, was ich hier gebaut habe, nochmal komplett abreißen. Natürlich. Und dann... würde ich komplett alles nochmal abreißen und dann die wirklich versetzen. Ein kleines bisschen. Ich glaube, das gefällt mir. Das bedeutet, ich vergesse alles, was ich gerade angekündigt habe. Und fange hiermit an. Weil, dann werde ich wieder ganz, ganz viele Steine brauchen. Oh, ein wildes Onyx erscheint. Erst Gen. Ist natürlich cool. Hisu, juhu, quack, quack. Es funktioniert, ohne dass ich den Cache von irgendwas lernen muss. Übrigens, vielen, vielen Dank fürs Anheften der Nachricht, Hisu. Sehe ich jetzt gerade erst. Also bitte nicht böse sein dann. Jawohl, super, cool. Die kann man jetzt, glaube ich, nochmal rausnehmen. So eine Mission von Legacy of the Void noch übrig. Dann bist du müde. Da du müde bist, machst du die morgen. Ja. Das heißt, du bist jetzt mit der Kampagne dann komplett durch. Finde ich gut. Wie hat dir die Kampagne insgesamt gefallen? Was ich dir auch ans Herz legen kann, ist, es gibt, die spielt zeitlich dazwischen, eine 3-Missionen-Kampagne. Hast gerade gelöscht. Alles klar, danke, Jesu. Wo du schon Protoss spielst.
zwischen Heart of the Swarm und Legacy of the Void. Gefällt dir viel besser als Hotz? Kann ich mir vorstellen, du als Protoss-Spieler, ne? Der Prolog, genau, der Prolog. Und es gibt noch einen Epilog. Da spielst du, glaube ich, jede Rasse einmal oder so. Den fand ich okay. Die letzte Mission hat mir nicht gefallen, muss ich gestehen. Aber da ist ja jeder auch anders. Den hast du 100%. Okay. Bin immer beeindruckt von Menschen oder von Spielern, die die ganzen Achievements auch machen. Ich mach die Achievements in StarCraft-Kampagne, habe ich nie geholt. Es juckt mich immer so ein bisschen, aber ich denke dann auch, nee, viel zu faul dafür. Genau. NCO ist Nova irgendwas mit Command-Gedöns. Die ist auch ganz cool. Die hat mir gefallen, die Kampagne. Die war schön. Da ist noch ein Baum. Covered Ops, genau sowas. Die war schön. Auch ein schönes Upgrade-System. Und auch nicht zu lang, nicht zu kurz, fand ich. Von denen könnten sie ruhig noch zwei, drei rausbringen. Also wenn sie gerade noch so eine Nova-Mission machen, können sie, keine Ahnung, was sie machen. Vielleicht mit Stukov oder so, könnte ich mir vorstellen. Oder von mir aus mit Zagara, also irgendeine Queen aus dem Hive. Das würde ich feiern. Nochmal so eine neue Mission, zack. Was machst du mit den 20 übrigen Euro? Das ist eine gute Frage. Es kann natürlich sein, dass irgendwann noch, ich weiß nicht, ob noch Kampagnen rauskommen werden, es ist nichts angekündigt, zumindest soweit ich weiß nicht. Könntest du sie einfach aufheben für später, falls nochmal was kommt. Ansonsten, es gibt halt einen Haufen Skins, es gibt ein paar Sprecher. Da habe ich auch nie großartig reingeguckt, um mir was zu holen, aber könnte vielleicht was bei sein für dich. Also es gibt so ein, zwei Sprecher, die finde ich super lustig. Da kann man mal so ein bisschen switchen. Da müsste ich mich aber auch erstmal dran gewöhnen. Das ist so, wenn ich dann jemand anders als die Zerg-Queen-Stimme, oder bei mir so, mich anlabern würde. Genau, 30 waren für die Kampagne. Genau, jeweils 15 Euro. Ja, macht Sinn. Also, wie gesagt, du musst es noch nicht alles auf einmal ausgeben. Behalt's einfach noch ein bisschen. Oder wie gesagt, Skins oder Sprecher. Es gibt da halt genug customizable Sachen. Kommt drauf an, ob es sich lohnt. Aber vielleicht so ein. Oder für die Koop-Missions kannst du dir noch Charaktere freischalten. Da habe ich mir natürlich Kerrigan freigeschaltet. Oh, das wäre so, was man sich überlegen könnte. Also für dich vielleicht so ein Seratul. Oder auch ein Atanas, falls du den magst. Ach, es war ein Dreikampf. Ach so, ich dachte, die erste hättest du schon. Ach so, dann geht das sogar. Ach, Kerrigan ist eine der drei Gratis. Okay, dann habe ich noch nicht mal Geld dafür ausgegeben. Alles klar. Dann vergiss, was ich gesagt habe. Genau. Das, was Micha sagt, wird sich was finden lassen. Ist das eigentlich Blizzard? Stimmt, es war fürs Battle.net, also für alle Spiele von Blizzard, oder? Aber du spielst nur StarCraft, glaube ich. Wäre aber vielleicht auch eine Idee. Vielleicht gibt's da ja irgendwas, was du da mögen würdest. Da ist doch ein Zombie. Bitte lass deine Rüstung fallen. Lass deine Rüstung fallen. Lass deine Rüstung fallen. Bumm. Sieht so deine Rüstung aus. So war's aber auch. Atanas hast du schon hochgesuchtet. Na, ist doch super. Ja, also wie gesagt, du musst ja nicht alles auf einmal ausgeben. Da würde ich dir auch einfach raten. Wenn es irgendwann was gibt, was dir wirklich gefällt, hol's dir. Ansonsten warte ein bisschen. Es kommen ja immer neue Sachen auch raus. Sehen uns gerade, Maralekos ist am Stream und wir haben uns die Zuschauer so ein bisschen geteilt und die ganzen, die jetzt nicht mehr so an Minecraft interessiert sind, sind jetzt, glaube ich, zu Maralekos rüber, was natürlich total Sinn macht. Und seine Zahl ist ein kleines bisschen hochgegangen.
So, ich gucke, dass wir so zwei Packen. Haben wir schon zwei Packen? Nee, noch nicht. Zwei Packen will ich mindestens voll kriegen. Ich brauche dann 16 von den bestimmten Steinen als Randstein und 16 Dingens, wie heißt es? Namen vergessen. Oh, Graskeks ist wieder da. Hallöchen, willkommen zurück. Ich hoffe, du bist nicht böse, dass wir von dem einen Craft, nämlich dem StarCraft, auf Minecraft gewechselt sind. Was gestern so sad, du hast vorgestern Hotz durchgespielt und 5 Minuten später deine Internetantenne vom PC kaputt. Durftest du bis gestern Abend aufs LAN-Kabel warten? Oh, alles super. Okay, das freut mich sehr. Ich glaube, ich habe noch 2 Terran-Spiele gemacht. 1 verloren, 1 gewonnen. Hab mal ein paar Cyclones ausprobiert. Das hat ganz gut funktioniert. Und, genau. Was ein flacher Wortwitz. Dafür sind wir bekannt, oder? Wir suchen die schlechtesten Flachwitze aller Zeiten. So, dann haben wir jetzt ein paar davon. So, wir brauchen ja genug Platz für den Wald. Deswegen machen wir das Projekt einfach heute schon. Dann habe ich es auch hinter mir. Du magst Panzer. Das wusste ich gar nicht, Pyra. Das ist eine völlig brandneue Info. So, Stein. Wir nehmen mal alles mit. Okay. Davon haben wir noch genügend. Das ist super. 8 Stück. Dann fehlen noch ein paar. Nochmal 8. Okay. Oh, das reicht ganz genau. Okay. Sehr gut. Fand's Hotz war gut, aber sehr leicht und kurz. War kurz? Ich dachte mal, die Kampagnen sind ungefähr gleich lang. Immer so zwischen 25 und 30 Missionen. Kann natürlich auch sein, dass die ein, zwei Missionen weniger hatten. Hotz hat mir gut gefallen. So, der war so flach, der passt unter den Türschlitz von Fort Knox. Sehr schön. Ich muss aber gestehen, also gerade wenn du StarCraft 1 gespielt haben solltest, was ich dir auch empfehlen kann, du musst dich halt an alte Grafik, musst du dich halt ein bisschen mit abfinden. Aber dann ist es unglaublich, das befriedigendste Ende ever, finde ich. Also in der gesamten Kampagne, finde ich. Also in allen 3 zusammengefasst. Ups. Fallen Sie nicht runter, Herr Fuchs? Na gut. Mars Hydras A-Move. Du kannst ja quasi dir so eine Art Challenge, also nicht direkt Challenge setzen. Ich finde, Hydras in der Kampagne ist tatsächlich, das habe ich auch gespielt. Du brauchst eigentlich nichts anderes als Hydras zu bauen. Die schießen nach unten, die schießen nach oben. Du kannst sie sofort nachbauen. Sie sind nicht das günstigste, sie sind nicht das teuerste. Und das ist einfach, habe ich auch größtenteils in der Kampagne gemacht. Ich weiß noch, als ich Heart of the Storm das erste Mal gespielt habe, habe ich mir noch einen abgerissen mit, oh, du darfst nicht so viel Einheiten verlieren und da musst du echt aufpassen, dass der Gegner dich nicht überrennt. Hab noch Linge gebaut und es gibt eine Zerkling-Erweiterung, dass die alle nochmal wiedergeboren werden. Das brauchst du eigentlich nicht. Du brauchst einfach nur einen Hydralisk, weil einer mehrmals besser ist. Und das Ganze summiert sich, denn 50 besser als 40. Das ist der Nameprogramm. Gerade in der Kampagne funktionieren die super. Und in der
In der Terran-Kampagne ist es ähnlich, wobei es gibt ein paar Missionen, wo du nicht mit Mars Marines arbeiten kannst. Das habe ich versucht. Es waren ein bis zwei Missionen, war super schwierig damit. Da musst du irgendwie dann Banshees oder Vipers, nicht Vipers, Vikings bauen. Und als Protoss kommst du eigentlich mit Stalkern sehr gut voran. Brauchst einfach nur in jeder Mission Blinkstalker, hast du auch was, was einigermaßen mobil ist, was nach oben und nach unten schießen kann, und das geht eigentlich auch ganz gut. Hast in der Vol-Campaign Mars Goliath gespielt. Das funktioniert auch gut. Goliaths sind auch, schießen nach unten, schießen nach oben, machen guten Schaden, sind einiger, so nicht mega tanky, aber so ein bisschen. Auch eine gute Wahl. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stalker Colossus. Okay, ja. Ja, stimmt, Colossus ist nicht schlecht. Ich habe immer Stalker, weil sie halt sind halt die Allrounder, und die Colossi sind halt einfach nur gegen Bodeneinheiten gut. Und der Gegner kommt immer so mit kleinen, finde ich, mit kleinen Dingens an. Purifier Colossi, die weiß ich nicht mehr, was die können. So, ein bisschen konzentrieren, dass ich hier nicht irgendwie mich in die ewigen Jagdgründe abschieße. Wir kennen es. Nein, oh Gott! Wie Amarok einst schrie. Ja, ist richtig. Aber wenn ich Glas hätte, würde ich irgendwann irgendwo so eine Plattform bauen, wo man einfach nur einen Blick auf dieses Ding da setzen kann. Das wäre so cool. Aber ich habe kein Glas. Und ich will eigentlich nichts anderes bauen, wo man irgendwie durchfallen könnte. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Also keine Falltüren oder sowas, weil dann drücke ich nur einmal falsch und dann ist auch Essig. You died. Exactly, exactly. Protoss-Kampagne kennst du nicht, aber klingt nach ein Upgrades. Klingt nach einem für die Punkte. So. Zwei, drei, vier. Jetzt gerade, wo Nacht ist, will ich natürlich gucken, dass ich genug Fackeln überall habe. Da brauchen wir viel, viel Stein für die ganze Aktion. So, schönen Abend noch, einen guten Rutsch. Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst, Graskicks. Sehr, sehr schön, deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Und ich wünsche dir auch einen sehr, sehr guten Rutsch, eine tolle Zeit. Grüße Leute von mir, falls wir sie gemeinsam kennen. Und dann wünsche ich dir eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wie mache ich das am besten? Erstmal so, würde ich sagen. Ach, der Händler schon wieder. Ich liebe ihn. Hat Spaß gemacht. Das freut mich. Freut mich sehr. So, der Händler wird gekonnt ignoriert. Seht ihr, wie ich ihn ignoriere? Ich bin so gut. Aber ich glaube, ich schlafe einmal. Nicht, dass mir doch noch irgendwelche Monster spawnen, wenn ich jetzt hier weggehe. Kann ich mir nicht erlauben. Oh Gott, stell dir mal vor, ein Creeper würde hier irgendwo hochgehen. Und plötzlich wisst ihr, warum ich immer mein schönes 4x4-Grid an Fackeln aufstelle, egal wo ich baue. Gott, Regen vorbei. Gott, noch ein paar Steine. Und dann geht's weiter. Habt ihr heute Abend irgendwas Besonderes vor? Ich glaube ja, so einigermaßen die Tendenz zu erkennen, die etwas Jüngeren finden das noch cool.
cooler mit Neujahr und Freunde treffen oder halt ein bisschen Feuerwerk gucken, irgendwas Besonderes machen mit Leuten und Countdown und alles. Und diejenigen, die etwas gesetzter sind, sage ich mal, also so wie der gute Amarok, die mögen es ein bisschen ruhiger. Ich bin mittlerweile ja nicht mehr so der Riesen-Feuerwerk-Fan. Genau. Und werde heute Abend ganz gemütlich den Abend mit Hiso verbringen und mich meines Lebens freuen. Das einzig Schade an Hotz Hydras war, Evolutionsmission nicht die Hydras gebufft hat. Yeah, der Planet Erde hat einmal die Sonne umkreist, lass ballern. Ja, so ungefähr geht's mir halt auch. Ich mag's ruhiger, wie gesagt. Ich trinke auch mittlerweile fast kein Alkohol mehr. Also ich habe da super wenig mittlerweile mehr dran. Ist aber auch, glaube ich, ein Phänomen, also nicht Phänomen. Hat sich, glaube ich, eh so ein bisschen gewandelt. Also wenn ich mir die letzten 30 Jahre angucke, die jüngeren Leute trinken deutlich weniger Alkohol als noch vor 30 Jahren. Glaube ich zumindest. Und ja, es wird alles etwas ruhiger. Ich glaube, das hat auch sehr viel mit Internetkultur zu tun, weil man kann gemütlich zu Hause sitzen, man kann vielleicht im Discord was zusammen machen und muss nicht mehr so rausgehen. Ist so meine Wahrnehmung, ich kann mich irren. Die Jungen haben Angst, dass es über Social Media ihren Ruf schadet, also saufen. Das ist ein interessanter Gedanke, den hatte ich auch noch nicht. Kann natürlich sein, I don't know. Die Jungen reden den Fakt, dass du schon Radler trinkst. Ist okay, Radler. Mit Radler braucht man zumindest eine Zeit lang, bis man da Kopfschmerzen kriegt, sage ich mal. Ist eine Tatsache? Okay, interesting. Hattest du wohl gelesen, weißt aber nicht mehr wo. Glaube ich dir. Wie gesagt, kann gut sein. Ich meine, Social Media, wenn man sich so anguckt, wie schnell man da einem Shitstorm ausgeliefert ist, wie schnell da Dinge schiefgehen können. Du trinkst Radler immer zum StarCraft-PvP. Okay. Wenn du Jan stompen musst, großartig. Ist aber auch okay. Stört ja keinen. Ab und zu mal ein Bierchen zu Hause. Wenn ich gefühlt nicht so kopfschmerzanfällig bin, trinke ich auch nochmal was, wobei es echt mittlerweile selten geworden ist. Ein falsches Wort und du bist fort. Ja, das ist leider echt richtig. Ich hatte auch die Woche, fand ich weird. Da war ich bei einem Streamer im Chat, hab zugeguckt, ein bisschen gelurkt, ab und zu mal was in den Chat geschrieben. Und da kam jemand an, ein an für sich freundlicher Neuankömmling, und hat aber da, hat gefollowt sogar und hat einfach nur gefragt, den Streamer, bist du ein Furry? Und das hat, das, das, die Frage war so aus dem Kontext heraus, fand ich irgendwie interessant. Und das ist ja so mein Thema, weil ich ja selbst Furry-Charaktere unheimlich toll finde. Und wenn dann diese Hater-Szene, die es dann halt gibt, ankommt und dann gibt es ja auch noch die landläufige Meinung, dass Furries Menschen sind, die sich als Tier identifizieren, was der Meinung war ja auch, der Chatter. Ich habe das dann versucht richtig zu stellen, habe gesagt, nee, die finden einfach nur, Furries sind einfach nur entweder diese Charaktere oder Menschen, die diese Charaktere toll finden. Und der war in keiner Weise toxisch, aber es kam mir halt vor wie eine Fehlinformation. Da ist halt ganz viel auch das Internet dran schuld. Und ich weiß gar nicht, wo diese Meinung herkommt. Das ist also so ein Triggerthema für mich. Du identifizierst. Ja, gut, wir sind. Streng genommen sind wir natürlich, genau, Homo sapiens. Also wir sind Tiere von der reinen Definition her. Finde ich auch gut. Du identifizierst dich als Frau. Da bist du immer noch Homo sapiens. Aber da ist natürlich deine Geschlechteridentität nicht deinem biologischen Geschlecht, aber das ist ja auch völlig okay. Da gefällt ihm das Spiel Backpack Battles. Die Huntress ist schon ein knuffiges Fuchsmädchen, ich muss gestehen. Genau. Aber es geht natürlich dann, wenn man hört, Furries sind Menschen, die sich als Tiere identifizieren, dann meint, ist natürlich an der Stelle gemeint, ist an der Stelle natürlich gemeint, da denkt jemand, er ist ein Fuchs. Ich denke nicht, dass ich ein Fuchs bin.
Es wäre cool, wenn ich ein Fuchs wäre. Zumindest in gewissen Rahmen. Aber ich bin halt ein Mensch, da kann ich nichts dran ändern. Und Menschsein hat ja auch viele Vorzüge. Let's face it. Und das ist völlig okay. Selbst wenn sich jemand als Tier identifiziert, finde ich das nicht verwerflich. Weil da sind Menschen ganz schnell dabei zu sagen, hey, wenn der als Tier sich identifiziert, dann läuft er nackt durch die Straßen und kackt dir auf den Gehweg und so Zeugs. Und das stimmt halt einfach nicht. Und da ist man sehr, sehr schnell dabei, Leuten Unrecht zu tun. Und jetzt rante ich wieder. Es tut mir ein bisschen leid. Das ist so ein Thema, wo ich dann emotional doch so ein bisschen dranhänge, ne? Du wärst gerne eine Blutelfe, Paladin oder Trolldruide. Kann ich mitleben? Ich wäre gerne ein Vulpera. Ups. So ein Zufall, ne? Nur nach 15 Amarok-Stream. Genau so. Menschsein hat auch Nachteile. Das ist leider absolut richtig. Viele davon sind menschengemacht. Natürlich nicht alle. Wobei das jetzt ein Thema ist, wo man ganz viel drüber referieren könnte. Kann eine eingestellte Meinung haben, aber diese behalten, wenn man jemanden für sich behalten, wenn man jemanden besser kennt. Ja, also ich finde es okay, eine Meinung zu haben und sie auch kundzutun, nur wenn eine Meinung halt erstmal aufgrund falscher Definitionen existiert, das ist halt komisch. Und sobald es halt anfängt, Leuten zu schaden. Ach, ich wollte gar nicht so tief in ernste Themen einsteigen. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich es jetzt angeschnitten habe. Wir können gerne das Thema ein bisschen auf fröhlichere Sachen lenken. Nicht so erzgesellschaftskritisch. Wer weiß, wem ich jetzt Unrecht tue und eventuell diskreditiere. Das will ich ja auch nicht. Und das ist halt Internetphänomen. Gut, ich packe es auf Aluhut-Niveau. Moment, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, hast du eigentlich deine 1300 Punkte schon zusammen? Aluhut-Niveau. Jetzt habe ich das Wort Aluhut richtig gelesen. Okay, ja. Ups. Killox Frosties mit Wecke den Tiger in dir war eine wirklich die erste Furry-Werbung. Ist eine gute Frage. Ich habe immer halt den Schwäbisch Hallfuchs. Das war so der erste Furry, der mir hängen geblieben ist. Aber Kellogg's ist auch schon uralt. Ich weiß nicht, was älter ist. Kann sogar sein, dass der Frosties älter ist. Auf diese Steine können sie bauen. Das Schlimme ist, im Laufe der Jahre wurde der immer hässlicher. Was mir natürlich früher egal war, weil ich da noch nicht so das Konzept von Furry-Charakteren und von was empfinde ich denn als ästhetisch als schön, habe ich natürlich nicht drüber nachgedacht. Aber ja, genau wie der Spähfuchs. Der Spähfuchs ist so komisch. Sein Design, was auch immer, ja. Eher für die Aluhut-Leute gedacht, die daraus jetzt was spinnen würden wollen. Ja, das stimmt. Das kann ja leider sehr, sehr schnell passieren. So, ich drücke Shift-S. Meine Finger verkrampfen. Wenn ich Shift loslasse, bin ich tot. Ah. Ups. Ah, Finger. So, es geht schon wieder unter die Sonne. Muss ich aufpassen. Nee. So, jetzt müssen wir hier auch noch.
ganz schnell Fackeln setzen. Upsi. Kriegen wir alles hin? So, 1, 2, 3, 4. Bekommst du irgendwie nicht die Bonuspunkte? Ah, das habe ich manchmal, dass dann, wenn du das klickst, dann ist es rot. Ich weiß nicht. Noch 650. Das wollte ich nicht. 3, 4. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Vier, eins, zwei, drei, vier. Oh, ich hasse das, wenn ich mich selbst in so eine Situation begebe, wo ich die ganze Zeit Shift halten muss. Ist komisch, dass du den nicht kriegst. Wir könnten ja eine Wette aufmachen. Und ihr spendet dem guten General Liebe ein paar Punkte. Ein paar Punkte. Können wir sagen, ja, nein, vielleicht. General Liebe setzt auf ja, alle anderen auf nein oder vielleicht. Und am Schluss ist ja der Gewinner. Ich kann das gerne auch. Das stimmt, das kann ich machen. Immerhin hast du es ja schon gesponsert. Können ja mal gucken, ob wir die Woche mal so ein bisschen rumhören, ob es die Leute interessiert. Beziehungsweise setze ich logischerweise dann alle vollendete Tatsachen und wir streamen das einfach. Können wir natürlich auch toll machen. Und dann können wir es vielleicht nächstes Wochenende. Ich muss gucken, wie ich Zeit habe. Wäre episch für Silvester, für heute. Das Game überhaupt, sollen wir das machen? Sollen wir spontan auf, General Liebes Spiel umswitchen? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hier kann ich nicht runterfallen, 1, 2, 3, 4. Der Typ gibt mir so auf den Keks. Ich hasse ihn. Genau. Also der Gedanke war, das Spiel von Micha dauert etwa 40 Minuten, meinte er. Das heißt, wir könnten es quasi... Dann würde ich noch ganz kurz... Dann gib mir noch 5 Minuten. Dann machen wir das, dann machen wir das einfach. Ich mache hier gerade noch alle Steine weg. Verbrauche ich gerade noch. Da sind wir mit der Erweiterung so, naja, Drittel durch, Viertel durch. Da muss ich demnächst nochmal einen Minecraft-Stream machen. Gut, so, jetzt sind wir auch ausgeleuchtet. Dann kann erstmal nichts mehr passieren. 40, wenn ich mich kaputt lache die ganze Zeit. Alles klar, super. Iso, ist das für dich okay? Hattest ja gerade schon gesagt, 30, 40 Minuten können wir noch entbehren. Et voilà. 1, 2, 3, 4. So. Jetzt habe ich ein wunderschönes, riesiges, klaffendes Loch. Geh mir nicht auf den Keks, ich hasse dich. Haben wir noch in den Boden hier gemacht. Dann werde ich nächstes Mal ganz viel Spaß hier mit Weizen in den Boden setzen haben. So, das bauen wir gerade noch ab. Einmal die Bäume fällen, dass ich ein bisschen Material habe, damit ich nächstes Mal nicht ganz so viel farmen muss. Steine brauchen wir ja auch noch ganz viele dann. So.
Gut. Hier noch. Hier noch. Und hier noch. Du brauchst einen Stein, dir ist langweilig. Oh. Hast du ihn denn schon angeschrieben? So, wir packen noch Sachen in die Kisten. Bauen noch ein, zwei Dings und dann wechseln wir das Spiel. Na, dann gucken wir mal, was daraus wird. Ich bin mal gespannt, was. Ich weiß null über das Spiel. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich weiß nur, was für eine Art Spiel es ist. Wir brauchen noch ein paar Steine. Ups. Der ist nicht online. Ah, vielleicht ist er schon auf dem Weg zum abendlichen, was auch immer die Familie Stein heute Abend machen wird. Die Familie der Steine. Gut. Die wollen wir auch noch setzen. Gut. In die Kisten einpacken und dann sind wir in 2 Minuten im nächsten Spiel. Plopp, jetzt habe ich eine Brücke gebaut und springe über den Bach. Heroisch und graziös. So, Rotten Flesh brauchen wir noch. Fackeln brauchen wir noch. Oak Logs kommen erstmal hier rein. Von denen werden wir in Zukunft auch ganz, ganz viele brauchen. Strings kommen weg. Das kommt da rein. Pflanzen. So, Arrow. Habe ich keine einzigen Pfeile, keine Pfeile hier. Na gut, dann kommt das zu Waffen. Warte, was habe ich da hinten drin? Das war die, wir wissen nicht, wo es hin soll, Kiste. Na gut, dann kommst du hier hin. So, das brauchen wir nächstes Mal alles. Bone. Und das da rein und das kommt in den Komposter. Okay. Ich glaube, damit kann ich leben. Warten Sie. So. Auch wenn es völlig irrelevant ist, wie ich sie sortiere, so sieht es einfach besser aus. Okay, dann hören wir jetzt an der Stelle mit Minecraft auf und schauen, was das Spiel uns bringt. So. An der Stelle auch viel Spaß an YouTube. Wir sehen uns hoffentlich bald im nächsten Video wieder. Es war jetzt etwas kürzer. Und ja, sehen wir dann, ne?